So, hallo Internet. Ich melde mich mal wieder. Ich hatte eben schon drei Videos aufgenommen, um mal die aktuelle Situation ein bisschen zu beschreiben, was die Postfiliale betrifft und die Abholung, die Öffnungszeiten und meine OP morgen. Das versuche ich jetzt nochmal in einem neuen Video zusammenzufassen, weil mich die Post gerade angerufen hat. Und ja, die Infos, die ihr vielleicht gerade gehört habt in den anderen Videos, die sind jetzt nicht mehr aktuell. Das kann sich vielleicht, wenn ich das jetzt sage, auch bis morgen schon wieder anders ändern. Ich halte euch dann morgen trotzdem, dass ich im Krankenhaus bin, irgendwie auf dem Laufenden, so wie ich was Neues weiß. So, jetzt erstmal. Ich habe mir eine kleine Notiz gemacht, damit ich nicht vergesse. So, die heutige Abholung fällt aus. Es war so gedacht, dass der Abholfahrer trotzdem kommt, bei mir die Sachen abholt und die nach Wittenberg fährt und dort abgibt, damit die dort in den Briefsturm reinkommen. Das fällt aus, weil auch der Fahrer nicht nach Wittenberg kommt. Da ist wohl auch irgendwo abgeriegelt. Geht wahrscheinlich dann um Listerferda oder sowas da hinten. Dass da auch dicht ist, kann ich jetzt nicht genau zu sagen. Auf jeden Fall geht heute im Prettin keine Post weg. Auch in Annaburg wird das so sein, in Jessen ja sowieso, weil zu ist. Also wenn ihr wirklich was ganz Dringendes heute habt, am heutigen Tag, was wirklich so schnell wie möglich weg muss, dann bitte nach Torgau fahren. Dort wäre wohl alles noch normal. Da kann man noch ganz normal seine Sachen abgeben. So, dann habe ich mir notiert, Notbetrieb in den nächsten Tagen. Ja, ich habe es schon angedeutet, ich muss morgen zur OP. Nach Torgau muss dort ins Krankenhaus. Und dennoch wird die Postfiliale in den nächsten Tagen im Prettin geöffnet sein. Eine gute Bekannte hat sich bereit erklärt, jetzt im Crashkurs den Postrechner zu bedienen, das zu lernen, wie das funktioniert alles. Und wird Sachen annehmen, Retouren, Pakete, Päckchen und ja, auch normal Briefmarken verkaufen, Briefe annehmen. Einschreiben wird auch klappen, wenn ihr da was habt. Allerdings, wenn irgendwie was ganz Besonderes sein sollte, was wie sowas wie Postident, wenn ihr irgendwo euch identifizieren lassen müsst bei der Post oder sowas, dann fahrt dort bitte auch nach Torgau. Oder solche Sachen kann dann auch Annaburg machen. Wenn ihr Expresssendungen habt, da das momentan durch Jessen ein bisschen durcheinander ist, habe ich schon erwähnt, fahrt lieber nach Torgau, gebt eure Expresssendungen dort ab, weil ja, wir wissen jetzt momentan nicht, wie es morgen aussieht. Heute, wie gesagt, wird ja nicht abgeholt bei mir. Dann habe ich mir notiert, Öffnungszeiten in den nächsten Tagen, weil ich halt ins Krankenhaus muss, gibt es nur Notbetrieb in Prettin. Das heißt, es sind jeden Tag 2 Stunden geöffnet. Das betrifft die Wochentage von Montag bis Freitag, ist immer nachmittags von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr geöffnet. 2 Stunden, 2:30 bis 16:30. Und Samstag ist auch geöffnet von 9 bis 11. Ja, ansonsten habe ich noch irgendwie was vergessen? Ich glaube nicht. Ja, ansonsten bleibt ruhig, helft euch einander. Ja, seid kein Bös. Und dann, ja, wenn wir die Ta Sachen schon überstehen hier. Bisschen irre, was momentan abgeht, aber ja, halt mal zusammen und dann packt man das schon. Gut, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Genießt die Zeit mal zu Hause mit eurer Familie. Wahrscheinlich für alle ein bisschen ungewohnt, aber wir machen das Beste draus. Ja, genießt die Sonnenstrahlen. Ist auch schön, mal einen blauen Himmel zu erleben. Ja. Okay, macht's gut. Ich melde mich, sobald ich was Neues weiß, wenn sich was ändert. Ich nehme was Neues auf und poste das dann. Okay, macht's gut. Bye.